Meister Eder und sein Pumuckl. Von 1979. Abenteuer. Zwei Staffeln. Schauspieler. Gustl Beierhammer ist Meister Eder. Und Hans Klarheim ist die Stimme von Pumuckl. Ernie Singer ist Frau Eichner. Toni Berger ist Anton Schmidt. Julia Londa ist Georg Bernbacher. Helga Federsen ist Verkäuferin. Else Neubauer ist Frau Stetzlinger. Margot Lala, Mona Fallberg. Morgens vom Gado, Klaus Schwarzkopf. Fetz Stasma, Georg Tonala. Henry van Hüg. Carla Maria Heim, Björn Meyer, Helmut Fischer, ist auch Monaco Falze, Kai Obermeier, Katharina de Bruyne, Eva Hatzelmann, Ludwig Schmidt-Hildi, Kathi Leutner, Heide Ackermann, Werner Zeusel ist der Hausmeister, Elisabeth Karg, Ingeborg Sassenhase ist Frau Hartl, Hans Stadtmeier, Barbara Hartlich, Hugo Endinger, N.C. Fuchs und Uwe Dollmeier mit E.I. und Beatrice Richter. Meister Eder und sein Pumuckl, Fernsehen. Warum wurde Pumuckl eingestellt? Als die Sprecher der Hauptfiguren aus beruflichen Gründen verließen, wurde die Serie nach über 100 Folgen eingestellt. Eine neue Serie sollte den Kater Busch ersetzen und Alice Trout erhielt den Auftrag dazu. Wie ist Gustl Beierhammer gestorben? 24. April 1993. Ist Gustl Beierhammer verstorben, in Köln. Wer lebt von Pumuckl noch? 25 Jahre ist es nun schwer, dass Gustl Beierhammer nicht mehr lebt. Pumuckl-Sprecher Hans Klarheim starb im Jahr 2005. Doch der Kobold ist durch sie in den Köpfen der Menschen lebendig geblieben und in Form des Bettes jetzt auch irgendwie wieder sichtbar, vom 1. Januar 2019. Wann ist Meister Eder von Pumuckl gestorben? Eigentlich hatte Beierhammer damals beschlossen, wegen eines ersten Infarkts kürzer zu treten. Damals beschlossen hatte eigentlich Beierhammer. Der Vorsatz hielt aber nicht lange. Schnell hatten Bühne und Zuschauer ihren Gustl wieder. Am 24. April 1993 erlag er im Alter von 71 Jahren einer weiteren Herzattacke in seinem Haus in Köln. Wie alt ist Pumuckl? Der Pumuckl, der heute am 29. Februar vor 60 Jahren im Radio zu seinem Meister Eder fand, ist wohl der berühmteste Kobold der Republik. Er spielt Schlagzeug, macht Street Art Latina und ist denkbar angeeignet als Querdenker. Der Pumuckl ging dem Meister Eder am 21. Februar 1962 buchstäblich auf den Leim. 21. Februar 2022. Was ist mit dem alten Meister Eder passiert? Wer ein Meister Eder denkt, der denkt automatisch an den Schauspieler Gustl Beierhammer. Doch in der Originalserie ist Meister Eder verstorben und in Tollys viel Dauer. Mehr als 30 Jahre waren Hobelband und Werkzeuge
unerhört und erstaunt. Wer ist nun dein Meister? Florian Böckner. Florian Böckner. Entscheidend aus. Der Pointe. Genau, die ewige Liebe. Schlüpft in die Rolle von Meister Eders. Er von Florian. Die Regie führt Markus Hartung aus Müller. Der die Figur des Pumuckl für die Neuauflage modernisiert hat. Was ist mit dem Haus von Meister Eder passiert? An der Wiedenmeierstraße. An der Wiedenmeierstraße stand jenes Kutscherhäuschen, in dem sie Meister Eders Werkstatt eingerichtet haben. In der Düsse ist die Adresse an der Gewettmühlstraße damals schon baufällig gewesen, wurde das Haus leider nach dem Dreh abgerissen. 26. April 2018. Wo ist das Grab von Meister Eber? Christel Bayerhommer. Und so kam es auch. Er starb in dem Ort in Oberbayerischen Landkreis Starnberg im April 1991 in seinem Haus. Ein paar Straßen entfernt von der, der als Meister Eder und vergessen ist, seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof. Still ist es dort, an diesem grauen Februartag, 12. Februar 2022. Meister Eder und sein Pumuckl ist eine deutsche Kinderfernsehserie aus den Jahren 1982 und 1988, die auf Alice Charles gleichnamige Reihe basiert. Der kindliche Kobold Pumuckl, ein Nachfahre der Klappautomänner, wird für den Münchner Schreinermeister Hans Eder sichtbarerweise an dessen Leimtopf kleben geblieben war. Nach Koboldsgesetz, muss Pumuckl nun bei diesem Menschen bleiben? Die Serie ist eine Kombination aus realer Zeichentrickfilm, bei der eine Trickfilmfigur in einer real gefilmten Umgebung mit Schauspielern eingefügt wurde. Grüßte Bayerhammer spielt Meister Eder und Hans Klarin spricht den Pumuckl. Regisseur ist Ulrich König. Die Zeichentrickanimation des Pumuckl stammt aus den Pannonia Filmstudios in Budapest unter der Leitung von Bela Tarnowski. Erstausstrahlung der ersten Staffel war ab dem 24. September 1982 im ersten deutschen Fernsehen. Die zweite Staffel folgte ab dem 6. Oktober 1988. Nach dem Tod des Hauptdarstellers wurde im Jahr 2003, vor 21 Jahren, der Spielfilm Pumuckl und sein zweites Abenteuer produziert, in welchem die Werkstatt des verstorbenen Meister Eder von dessen Cousin übernommen wird. Am 11. Dezember 2023 erschienen 13 Folgen der Neuauflage Neue Geschichten von Pumuckl auf RTL Plus. Darin übernimmt der Schreiner Florian Eder, ein Neffe von Franz Eder, 30 Jahre nach dem Tod seines Onkels, dessen verlassene Schreinerei und hofft dort auf den Pumuckl. Die 1999 erschienene 13-teilige Serie Pumuckls Abenteuer passiert nicht auf Pumuckls Zeit bei Meister Eder, sondern ist eine parallele Geschichte, die an den Kinofilm Pumuckl und der blaue Klappautor anknüpft und von den Erlebnissen
dass ihr obwohl auf einem Schiff handelt?